So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem So, kannst du kurz rauslassen. Weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und das heißt dann, wo der Gegner VfB Stuttgart heißt. So, dann machen wir das so. Gucken wir mal, wie relativ zentral. Ich will mal kurz wegen. Oh, du, ja, ich kann seine alte Nummer tatsächlich sogar behalten. Der kann ja die 5 noch behalten. Direkt, das passt dort. Wunderbar, das passt dann so. Trainingstag brauchen wir nicht jetzt. Ich glaube, wie gesagt, VfB will der nächste Gegner sein. Interessant wird's. Werder Bremen. Ich guck mal gerade noch mal wegen Spieler, weil ich muss mal gucken. Ich brauche es. Kann man da nicht nachgucken? Freigabe so. Transferliste, ungelistet, Freigabe so. Kann ich nicht nach links gucken? Nach Aufschießklasse? Nach links gucken? Nach Dingsende, nach Vertragsende. Ich werde überlegen, ob ich mir nach. Ich schaue, dass man nicht danach explizit suchen kann. Ich gucke mal gerade wegen Stürmer. Oder so auf der Liste steht ja. Klar, willst du ja. Hol mal jetzt zumindest für den Fall, dass irgendwas passiert da vorne drin. So. Gut, gehen wir weiter ins nächste. In die nächsten. Wie gesagt, der Wedi, da bin ich ja ziemlich froh, dass ich den noch bekommen habe, dass ich einen starken Innenverteidiger verpflichtet habe. Oh, da ist immer eine Nachricht reingekommen. Aber warum zur Hölle machen die das? Reizvoll in die deutsche Nationalmannschaft noch zu übernehmen, aber momentan habe ich auch kein Interesse dran. Oh, wo ist das jetzt noch bei? Ja, deswegen habe ich auch auf der Außenbahn nichts geholt, weil ich habe Alternativen. Ich habe einen Johnny Workout auf der Position, ich habe jetzt einen. Jetzt Gosens, der auf links spielen wird.
Lilas Bibu wechselt für Napel und Nahe zu uns. Wir brauchen für den Fall, dass irgendwas ist. Ja, wie gesagt, nächster Gegner ist der VfB Stuttgart. Naja, gucken wir mal. Wer da der nächste Gegner sein wird. Beziehungsweise, wie wir da spielen werden. Also, wie gesagt, eigentlich wieder haben wir am Anfang angewonnen. Wir wollen heute Sieg Nummer 4 holen. Gehen wir rein ins Match. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Heute feiert er seine Premiere. Endlich, nach all den Diskussionen, nach all dem Vorgeplänkel. Heute gilt's und wir sind live dabei. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen. Ja, zwei neue in der Startformation, Wedi für Akpo Guma und Gosens für den zum Manchester City verkauften Berose, der über 70 Millionen Mann gebracht hat. Und das Angebot musste ich annehmen. Na dann, auf geht's. Jetzt ist 4-4-2 gegen Mainz. Heute mal wird es 16-0. Mal gucken. Ja, Richter, der mal was versucht gegen Juni. Schöne Bewegung. Oh, die erste Chance nochmal für einen. Ich glaube, Großes, aber ich weiß es gerade nicht. Und der Keeper hält das Ding. Solari. Es hat ja durchaus für einige Verwunderungen gesorgt, auf welcher Position er spielt. Aber ich muss sagen, das macht er richtig. Neuer! Hat ihn. Gosens. Ist halt kein Berose, aber Gosens kann es auch auf der Außenbahn. Ecke. Dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Ecke. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment. Oh. Und 1-0. Lass mich raten, das war nicht jetzt schon. War das jetzt schon tatsächlich der LBB? Nee, Alario. Ich weiß, es war ein altes Eigentor. Aber es war Alario, der den Kopfball abgegeben hat. James Tarkowski. Falk. Jean-Philippe Mateta. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Oder wie die der super souverän das Ding da auskocht. Alario, dann Richter mit Tempo gegen Tarkowski. 2-0. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus.
Das ging schnell. Wieder ein Tor. So kann es gehen. Zweimal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Marco Richter, zweites Saisontor. 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Parallelspiel hat sein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor. Oh ja, und es musste Karte geben. Das ist ein klares taktisches Foul. Ja, der setzt den Sensor, den Richter weg. Diesmal nicht. Sam Lemmers. Schöner Pass. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Gott. Der VfB. Ja, ist aber auch keiner, der mitgehen wird. Und jetzt geht der Konter wieder los. Jetzt der Vorstoß. Schöne Flanke jetzt. Die Stuttgarter fast mit dem nächsten Eigentor. So, eben mal rüber ins Studio. Es gibt ein Tor aus dem Max-Morlock-Stadion zu vermelden. Nürnberg. Wir haben den zweiten Treffer für Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 31 Minuten sind hier gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update. Und dann Mateta. Und Baku. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Wieder Baku. Das ist gut gelöst da. Marco Richter. Gegen Tarkowski. Der kommt überhaupt nicht her. Die Grätsche bringt 0,0. Und es funktioniert. Noch 2-0, das 3-0 auf. Hinterher. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann bringt er diesen Strafenschuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ah, schön gelöst da, der nächste. Und das gibt die nächste Foul. Kampf jetzt um den Ball. Ah, Elvedi kann da nichts machen. Jensen. Wuley. Und da ist der Ball wieder weg. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch einen. Aber Verlust. Zufrieden ist er nicht, das sieht man. Die Handspiele gefallen ihm nicht. Und dann ist Pause. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Na dann auf. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Sam Lemmers. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichen dazu geht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem da anderen Costa. Das ist heute so. Mateta blockt's ab. Einwurf Schalke. Und die Schalker versauen sich gerade selber. Er kann es machen. Mit diesem fehlerhaften Einwurf und die erste Chance für nächste Chance für Stuttgart. Das war ein klares Ding für Schalke. Die haben sich da selber ein bisschen zugerieben. Ein bisschen selber zu. Ah, da kommt aber auch keiner mit. Nee, ich dachte mir, der bleibt da. Für einige Fans vielleicht überraschend, aber demnächst läuft er in den Farben von Lazio Roma auf. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut. Im Parallelspiel hat sein Tor gegeben. Wir haben hier den zweiten Treffer für den ersten FC Köln. Der neue Spielstand. Klasse Chance jetzt. Naja, der ist jetzt natürlich ein bisschen angefressen. Aber ich habe geschafft, noch zum vierten Mal miteinander mindestens 3 Tore zu schießen. Ich bin jetzt mal bei 13. Jetzt Eckball. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist
Meine Fresse, das ist gerade jetzt ein bisschen viel zu viele Fehler da hinten. Lucas Alario. Marco Richter. Ja, guter Pass. Geht der Ball? Ja, da ist es kein Abseits. Alles gut. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und Gossens. 4-0. Wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Robin Gossens, der neue Linksaußen. Gleich nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke. Flanke und dann mit Baku. Ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So, dann wechsle ich jetzt vorne durch. Kann der Geiger auch offensiv spielen? Ne, kann er nicht. So, dann wechsle ich jetzt mal durch. Waldemar Anton. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jensen. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den VfB Stuttgart. Dann geht es zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. Nürnberg, ja. Das verspricht natürlich einiges. Das könnte hochklassig werden. Weg ist der Ball. Und auch und noch, ja. Klasse Leistung vom Keeper. Vorne der Ballgewinn. Wieder ein unnötiger Ballverlust. Da Costa, aber zweimal. Nein, das war klar beigespielt. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Hereingabe geht darüber an den linken Pfosten. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Das frühe Stören jetzt. Es tut sich was im Max-Morlock-Stadion. Und zwar ein Tor. Jetzt der nächste Konter, Gossens. Ja, das muss besser ausgespielt werden. Waldemar Anton. Da müssen Sie aufpassen. Da wird er gestört. Jetzt vielleicht. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Glück für den VfB. Das hat Kalajdzic gut gemacht. Ist da gut reingegangen. Wird hier jetzt ein Wechsel geben. Chance zur Flanke jetzt. Elfmeter. Er gibt Elfmeter für die Schalke. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte. Gelbe Karte Anton. Das war Dennis Geiger. So. Gegen Mainz traf man ebenfalls nichts. Kalajdzic macht es genauso. 5-0 und der Ex-Stuttgarter trifft. Da sehen wir diesen Strafschuss nochmal. Ja, er ahnt, für welche Ecke sich der Torhüter entscheiden wird. Verlädt ihn. Tor Nummer 2 für ihn. So, es wird Coutinho kommen. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Solari, der versucht noch mal ein bisschen was. Da Costa, frei gut freigespielt da. Da hat er die Chance. Und dann zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und Kobel. Den Angreifer den Ball
Ja, da war ein bisschen sehr lange. So war ein bisschen sehr lange gezögert. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Das Spiel ist aus. Den Gastgeber gewinnt hat diese Partie. So, der VfB gewinnt nach Hause gefahren. Shit. Fast schon mühelos und da bin ich natürlich überzeugt. Ecke. Und endlich mal zu Null. Dortmund gewinnt in Nürnberg mit 4:0, bleibt also, glaube ich, dabei, ja, Champions League. Champions League, liebe Leute, heißt das nächste Duell. Und da ist der nächste Gegner Red Bull Salzburg. Mhm. Ja, Sevilla, Atalanta und RB Salzburg sind die Gegner. Naja, durchaus möglich, um in der Gruppe zu bestehen, ist es definitiv. Wobei alle drei Gegner sind schwere Brocken. Wir fangen mit dem Auswärtsspiel in Salzburg an und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge.